rastlosen Feinde haben es gewagt, mich, den Kaiser dieses Reiches, zu ihrem Angriffsziel auszuwählen. Eine kleine Schar der feindlichen Soldaten konnte hier auf Kilroa gefangen genommen werden. Sie hatten noch keinen größeren Schaden angerichtet. Ruhe! Dass sie in den Kaiserpalast eingedrungen sind, war doch eine reine Verzweiflungstat. Die unbehaarten Affen schlagen jetzt blindlings um sich, da sie wissen, dass sie endgültig besiegt sind. Ihr Volk ist von ihnen zutiefst enttäuscht. Ich schlage vor, dass wir darauf verzichten, diese Lebewesen einem Verhör zu unterziehen. Sie gehören dir, mach mit ihnen, was du willst. Desintegrieren ist die gerechte Strafe. Meine Brüder, bitte beruhigt euch wieder. Sie sind keine Krieger. Nur Versager. Sie sind keine Krieger, nur Versager. Ja, herzlich willkommen zurück zu Wing Commander 3 auf schwer. Wollen wir mal sehen hier, wie weit ich komme oder ob ich das vielleicht sogar auch durchschaffe. Und ja, wenn ich das durchschaffe, dann werde ich den Schwierigkeitsgrad nochmal anheben. Ja. Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es folgen die neuesten Nachrichten. Glauben Sie immer noch an das Märchen, dass wir den Krieg gewinnen? Warum sind Sie so vom Gegenteil überzeugt? Nun, weil ich nicht blind bin und sehe, dass die Lage immer katastrophaler wird. Ich höre wohl schlecht. Tatsache ist, dass wir seit Wochen keinen Urlaub kriegen. Tatsache ist, dass wir nur noch Verteidigungsmissionen erfüllen. Tatsache ist, dass sich unsere ganze Streitmacht zurückzieht. Sagen Sie selbst, bilde ich mir das nur ein oder löst sich das, was wir erreicht haben, in nichts auf? Tatsache ist, dass wir anscheinend einen Kommunikationsoffizier an Bord haben, der viel zu viel Freizeit hat und der auf gefährliche Art und Weise Angst und Zweifel auf dem Schiff verbreitet. Wenn Sie es noch einmal wagen, die Leute mit ihren Theorien voll zu labern, dann lasse ich Sie zur Müllrecycling-Einheit versetzen. Tja, klar Sachen, ne? Ich möchte Ihnen für die ausgezeichnete Arbeit danken, die Sie auf Lukanda geleistet haben. Nicht nötig, Sir. Ich wünschte, ich hätte mehr Piloten wie Sie. Vielleicht wäre der Krieg dann früher beendet. Ich freue mich, dass Sie es sogar auf der Victory geschafft haben, Ihren Level zu halten. Danke, Sir. Naja. Ja, ich habe schon wieder Abschüsse, mehr als alle anderen. Läuft. So, ist das immer noch dasselbe oder gibt es jetzt was anderes? Ne, jetzt gibt es das andere mal, ne? Mhm. Keine Holo-Nachricht, sondern eine Erinnerung. Wird es ewig so sein? Ewig, das ist nicht lange genug. Fangen wir an, Colonel. Ja, Sir. Vor uns liegt eine einfache Aufgabe. Die Sektorenbasis und der Dump Point stehen unter unserem Kommando. Jetzt wollen die Kilroathi die Kontrolle an sich reißen. Halten wir sie auf Distanz. Wir dürfen ja nicht an Boden verlieren. Geben Sie Ihr Bestes, Colonel. Wegtreten. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Ja, wir können fliegen mit Cobra, ne? Ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Wegtreten. Ganz klarer Fall. Viel Glück.
So, was schlägt sie denn hier vor? Mit der Hellcat zu fliegen. Ja, alles klar. Ich nehme jetzt einfach mal, ohne zu wissen, was jetzt genau für eine Mission kommt, einfach erstmal die Thunderbolt. Schön dunzelnde Weapons. Nicht das endlichste Teil, aber doch. Dunzelnde Weapons, ne? Feind gesichtet, Colonel. Ach, die Geschichte kommt ja jetzt hier. Ach, du Schande. Der Flieger vielleicht ist nicht die richtige Wahl. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Mal sehen. Der Arrow wäre hier vielleicht besser gewesen mit mehr Raketen. Ja, wahrscheinlich. Das auch für die nächste Mission. Weil dann kommt ja Ballademist. Und das mit dem jetzt auch nie. Ja, Blattmist kommt wahrscheinlich erst später in der nächsten Mission. Ne? Das habe ich noch nicht so ganz auswendig im Prinzip. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Ja, wer will sich das auch alles auswendig merken, welche Mission ich weiter kann, wie man am besten macht. Man kennt sie alle, man probiert aus und dann läuft das, hoffentlich. Jetzt beißt er ins Gras. Wir stecken uns gut ein hier jetzt mittlerweile, ne? Sag gute Nacht, Miezekatze. Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. So, Cobra kann, glaube ich, Hilfe gebrauchen. Geht aus? Alles bestens, Sir. Alles bestens, Sir. Das sehe ich. Ich habe nicht vorangegeben. Was soll das? Jawohl, ich habe den Drecksack erwischt. Noch mehr für Targets. Okay. Ich hab den Drecksack erwischt. Das ist immer wieder gut. Immer wieder berissen. Ich mag das nicht. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Und ich krieg ordentlich auf den Sack hier. Schäden nicht, aber auf jeden Fall hat mein Schild gelitten. Wenn wir uns von Rachel wieder anhören, haben wir ganz schön was abgekriegt oder so. Alle Achtung, Sir! Alle Achtung, Sir, ja. Oh ne, die kommen ja doch jetzt schon, ne? Ja, und da ist auch Blattmist. Mach ich hier mal. Greifen Sie mein Ziel an! Genau. Ja, Sir! Ziel angreifen. Ja, anstatt mit dem Torpedo zwei Raketen mehr mit dem Arrow wäre jetzt wahrscheinlich deutlich praktischer. Kann natürlich sein, dass ich das jetzt verhaue. Ich einfach zu wenig Rockets habe. Ja, ich habe die Raketen.
Da war nix hier. Jetzt können wir die anderen weghauen. Ne? Dann hoffen, dass wir es noch rechtzeitig schaffen. Da bin ich voll in die Augen reingekommen. Spitze von mir. Nee, du greifst natürlich denselben an, den ich angreife. Hilf uns, Colonel! Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! Was sagt der Hilfe, Colonel? Wie sieht's aus? Uns wurde ganz schön zugesetzt. Mhm. Ganz schön knappe Aktion hier wieder mal jetzt, ja? Alles klar. Aber noch machbar, okay. Ja, cool. Okay, das ist alles mögliche, was wir eben reinhängen hier. Wir brauchen die Raketen. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Einsatzziele erreicht. Jo, das war aber ganz knapp. Die Black Main Basis hat richtig krass was abbekommen. Wie sieht's aus? Unsere Situation ist kritisch. Mhm. Kritisch, alles klar. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Ihnen zu Ehren wird groß gefeiert. Unten auf der Blackmail-Basis, Colonel. Sie können landen. Aber gut, noch gerade noch geschafft. Ziemlich heißer Flug, Seel. Danke, Rachel. Doch nicht. Ist auch zufällig, welches von den beiden Videosequenzen kommt, was es sagt, wa? Naja. Colonel? Können wir uns inoffiziell unterhalten? Das tun wir doch oft. Ja, das gefällt mir auch so an Ihnen. Tja, weil Sie mir sympathisch sind, möchte ich Ihnen was sagen. Und? Was ist das? Den Blick, den Sie zurzeit drauf haben, kenne ich gut. Ich hatte mal einen Freund und der war Kampfpilot. Eines Tages musste er mit ansehen, wie sein Flankenpilot abgeschossen wurde. Er glaubte, dass es seine Schuld war, ganz egal, was wir sagten. Er hat sich eine Thunderbolt geschnappt und ist stur drauf losgeflogen. Er erreichte einen Jump Point, gerade als die Karathi durchfliegen wollten. Es gab ein ziemliches Feuerwerk. Er könnte heute noch am Leben sein. Er wurde nie gefunden. Er blieb verschollen. Und Ihr Ausdruck, Sir, ist derselbe, den er hatte, kurz bevor er von uns weggeflogen ist. Wollen Sie darüber reden? Sie versteht das. Das geht sie nichts an. Sie versteht das. Ich hatte eine Freundin. Ihr Verlust ist ein Albtraum für mich. Ich werde sie nie vergessen. Vielleicht hat sie ihr Shuttle auf neutralem Gebiet zurückgelassen. Vielleicht will sie sich dem Krieg entziehen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sie sich wieder meldet. Irgendwann muss ich von ihr hören. Oder auch nicht. Hey, wer weiß, vielleicht hat ihre Freundin meinen Freund da draußen kennengelernt. Dann würden sie wenigstens noch leben. Ja. Aber dann würde ich ihn umbringen, wenn er auftaucht. So. Wenn das nicht unser Casanova persönlich ist. Ich habe gesehen, wie Sie unsere Mechanikerin angebaggert haben. Stehen Sie auf blond? Eifersüchtig? Oh, sie flach zu legen ist wirklich kein Manöver, das sehr risikoreich wäre. Er ist neidisch.
So gehässig redet nur ein Mann, der sich eine Abfuhr geholt hat und das nicht verwinden kann. Ja. Ach Mann, dieses Heft kenne ich jetzt auch schon in- und auswendig. Das ist so ein Depp. Mann. So, was kommt denn als nächstes? Hören Sie, Colonel. Wir haben wie immer eine Menge Arbeit vor uns. Ja, Sir. Jetzt, da wir die Kilrathi-Belagerung beendet haben, können die Versorgungsschiffe endlich anrücken. Wir müssen die eintreffenden Konvois bis zur Basis eskortieren und dafür sorgen, dass sie keine Schrammen abkriegen. Das bedeutet ein bisschen Frühjahrsputz, um den Weg freizumachen. Mhm. Sie leisten gute Arbeit. Machen Sie weiter so. Wir brechen sofort auf. Colonel, Ihr Elan gefällt mir. Wegtreten. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ach komm, Flint, zeig mal, was du kannst. Ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Wegtreten. Kicken wir mal. Der Thunderbolt ist vorausgewählt, dann nehmen wir die tatsächlich auch. Schauen wir mal. Oh, da verschluckt sich der Sound, ja. Cool. Wir brauchen Ihre Hilfe, Colonel. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Der Weihnachtsmann ist machbar. Danke für den Begleitschutz, Colonel. Okay. Ach ja, das war ja das. Jetzt geht's ja noch mal ein Stückchen weiter. Jetzt sind ja diese. Dinger hier. Die gehen jetzt hoch, wenn man ins Borkenkurs ranfliegt. Besser wegfliegen, weil sonst geht man hoch. Jetzt der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Unsichtbar machen die Dinger hier. Das ist Crackers. Das ist böse hier. Und die Rocky weniger. Besser wie ich hier, ja. Nicht getroffen, ja. Die werden jetzt immer angenehmer, ja. Den habe ich aber. Schande über mein Volk gebracht. Den haben sie echt fertig gemacht. Da kommen wir. Schande. Ich habe Schande über mein Volk gebracht. Wie sieht's aus? System ist funktionstüchtig. Wo war er hin? Ich habe ein paar Mal getroffen, aber nicht so richtig, wa? Ah.
viel weniger. Ja, die andere Station ist dann auch schon hochgegangen, ja. Normalerweise muss man da auch ranfliegen, aber na gut. Bitte Landeerlaubnis, dies hier ist Victory. Colonel, oder sollte ich Sie Houdini nennen? Sie sind eingeladen von der Blackmain-Basis. Sie dürfen essen, so viel Sie wollen, jetzt da die Versorgungskonvois entladen werden können. Alles klar zur Landung, Sir. Ach, die Rollins. Dieser Einsatz macht mich wirklich glücklich. Weil der Einsatz keine persönlichen Gefühle auffüllt? Ja, Sir, Sie haben recht. Ich weiß, auf diesem Planeten sind Menschen, die genauso gern leben wie die Menschen, die ich im Lokanda-System gekannt habe, aber sie sind nicht so real für mich, verstehen Sie das? Tja, ich kann sie mir nicht als Individuen vorstellen. Sie wären ziemlich schnell ausgebrannt, wenn Sie das könnten. Tja, manchmal hasse ich mich, weil ich diesen Krieg für richtig halte und froh darüber bin. Ja, ich habe eine Frau gekannt, die ganz genauso empfunden hat. Sie kämpfte gegen die Ungerechtigkeit. Für mich zählt nur die Fliegerei. Es ist, als wäre ich völlig frei. Es ist einfach unbeschreiblich. Ja, nur Piloten kennen diese Gefühle. So, keine Gespräche großartig. Was kommt als nächstes? Wir erwarten einen Waffenkonvoi. Falls wir ihn durch die Blockade durchkriegen, könnte sich die Basis selbst verteidigen. Wir müssen diesen Konvoi schützen, koste es, was es wolle. Viel Erfolg. Ja, dann. Tja, das sind also unsere... Ding mit Cobra. Ich bin irgendwie mehr für den Arrow diesmal. Ein bisschen mehr Raketen und so. Pilot nicht gestartet, der muss erst den Eskortierungskurs hier und so Verbindung aktivieren und anfliegen. Moment. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Zum Raketen reinhauen und aufschießen, mein lieber Mann. Lösen und angreifen!
Ich hol sie mir. Wiederhol, ich hab den Dreckfack erwischt. Feind gesichtet, Colonel. Na, klasse. Ich hab keine... Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Weg das. Super, ey. Das geht sich jetzt richtig ab. Hier kommt Freude raus. Natürlich noch zwei, ne? Der Cobra hat noch Raketen am Start, das ist natürlich mega. Hat aber dann nicht mehr geöffnet, schade. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Ja, auch noch mal ganz gut hier, ne? Trotz keiner Raketen mehr. Muss der Nachbrenner halt reichen. Danke für den Begleitschutz, Colonel. Einsatzziele erreicht. Ja, das rein, dann weg hier. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Die Blackmane-Leute schaffen es jetzt allein, Colonel. Unser nächster Stopp ist das Stadtzentrum Kilrath, oder was in der Nähe. Sie können jetzt landen, Sir. Na, die erste Attacke hier. Dann halt wieder Admiral Tolkien. Dann sind wir hier in das Action-Lager, ja? Gute Arbeit, Colonel. Danke, Sir. Super geflogen. Danke. Das war ganz große Klasse, Sir. Na klar. Master of Disaster. Audio-System. Was
denn nicht wieder aus? Ja, das verstehe ich auch nicht. Wurde auch langsam Zeit. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin überrascht. Ihr Lächeln macht sie noch hübscher. Ich kann die Kirathi fühlen, Sir. Jetzt, da wir in ihrem Gebiet sind, droht ihnen nur eins, durch meine Hand getötet zu werden. Also, was? Man hat sie für die Offensive eingeteilt und schon kommen sie aus dem Schneckenhaus. Ich bin nicht Pilotin geworden, um Kindermädchen zu spielen. Sie hat recht. Sie ist im Einsatz. Sie müssen mich voll unterstützen, Cobra. Jeder Einsatz ist wichtig. Ich hab verstanden, Sir. Nicht jetzt, Partner. Ihr Helden wolltet ja alle unbedingt Erkundungsflüge machen. Das heißt, wir Mechaniker haben keine ruhige Minute mehr. Schön. Kommen Sie, versuchen Sie Ihr Glück, Sir. Abheben, das ist doch vorher gestattet, oder nicht? Sie wären überrascht, wie viele Neulinge einfach den Einsatz hinblättern und dann entsetzte Gesichter machen, wenn sie verlieren. Wenn Sie so naiv sind, haben Sie es nicht anders verdient. Ich hörte, dass wir eine Garnison angreifen. Ich habe noch keine Anweisungen bekommen. Ich habe meine Ohren gespitzt. War ziemlich interessant, was ich gehört habe. Es ist mir lieber, wenn ich darüber unterrichtet bin, was wir angreifen. Wissen Sie, das Hauptquartier hat die üble Angewohnheit, alles als militärische Einrichtung einzustufen. Auch wenn es keine ist. Und ich liebe es, auf Nummer sicher zu gehen. Dann mach dich keine Sorgen. Wir sind nur Piloten. In diesem Krieg gibt es nur Militärisches. Das sehe ich anders, Sir. Naja. Ja, ohne die MIDI-Musik ist das ja auch nicht dasselbe sonst hier, ne? Mir fehlt ja was. Ich bin froh, dass wir die Katzen endlich angreifen. Was denken Sie, Lieutenant? Haben wir nach all dem noch eine Chance, den Krieg zu gewinnen? Möglich. Aber es wäre noch zu früh, über eine Siegesfeier nachzudenken. Na, vielleicht nicht unrecht, aber man kann auch übertreiben, ne? Alle sind stark am Arbeiten hier. Wir sind auf Karazin Gebiet. Colonel, wir befinden uns nun aufgrund Ihrer Flugkünste im Kilorathi-Gebiet. Wir alle sind stolz auf Sie. Wie Sie vielleicht schon aus der Gerüchteküche erfahren haben, sind wir hier, um die Militärgarnison in diesem Sonnensystem zu vernichten. Wir müssen uns an mehreren Zwischenposten vorbeikämpfen. Hier wimmelt es von feindlichen Patrouillen. Jedes Schiff, das zum Jump Point entwischt, kann die übrigen Kilorathi über unsere Anwesenheit hier informieren. Und das würde bedeuten, dass wir die gesamte Offensivaktion abblasen müssten. Schießen Sie sie ab. Es darf keiner entkommen, Colonel. Sie können sich auf mich verlassen, Sir. Na, schießen wir sie mal ab. Tja, das sind... Mit Cobra. Cobra. Ist das auch sicherlich kein Problem. Mit diesem Flieger hier. Na gut, komm. Dann haben wir schön viele Torpedos, was soll's. Ich hab jetzt starten. Hat alles seine Vor- und Nachteile, ne? Jetzt. Aufgeräumt. Halt gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Ist ins Gras. Keine Achtung, Sir. Hm, alle Achtung, Sir. Ja. Sind wir mal.
Na, da kommen wir wieder diese Typen, die sind nicht dran. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Na, wo seid ihr? Das macht man, ne? Den habe ich erwischt. Aber den habe ich sowas von erwischt. Arbeiten wir nicht zu Katzenstreu? Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Komm mal, Rino. Deine Planung funktioniert gerade nicht. Alle Achtung, Sir! Wollen wir wegkommen, ja? Wie geht los? Nein! Doch! Boom, Baby. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Keine Gnade, hier wird alles weggeholzt, was man wegholzen kann. Ja, das ist das. Weiter geht's, ja. Teils gesichtet, Colonel. Ja, lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Ja, die unsichtbare Rolle wieder da. So wendig ist das nämlich tierisch. Wieso habe ich diese HSS? Alle Achtung, Sir! Da muss ich doch mal kurz hier. Alle Achtung, Sir! Ja, es hat niemand gerettet. Falsch gesichtet, Katze. Asiatische Spezialität, Katze. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! So, wird das Ding noch mal die Torpedos. Torpedo, ja? Dann kommen wir. Hauen wir den nochmal rein. Sieht aus? Alles bestens, Sir. Hm, ob das hier, ne? Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Verarbeiten wir nicht zu Katzenstreu. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Nur sehr schön. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Ja, muss aber ganz schön kämpfen. Schick ich da nochmal Rakete rüber.
Torpedo? Das gibt's ja nicht, oder? Sofort an meiner Flanke formieren! Ja, Sir! Gib mir ja gerade der Nachbrenner aus hier. Hin und her Gedüse. Ja, die schicken natürlich nochmal was raus, das war ja klar. Bevor die zerstört sind, gibt's nochmal Drive-Fees, ja, super. Hätte ich sie vielleicht auch noch ansetzen sollen auf das Ding hier? Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Weiß es nicht. Als Rat der Haupt gezeigt. Schütteln Sie mir das Pelzknäuel vom Hals. Steige aus. Ach du Schande. Ich sterbe für dich. Jetzt hat's Cobra zerstört. Das ist ja auch super. Das müssen wir erstmal schaffen. Dass die Cobra tatsächlich fertig macht. Hätte ich gleich alle Torpedos rausholen können, ne? Ja, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Shit. Vielleicht zerstört er mich jetzt auch noch, dann kann ich das sowieso noch mal machen. Also wenn nicht das Ding ist, habe ich ja keine Chance. Manchmal mag das Ding auch nicht nach oben. Richtig? Longbow. Longbow fliegen ist immer bad. Ja, dann zieh dich. Und ich auch hier. Was soll das? Schäden haben wir nicht. Irgendwie ist das manchmal ein bisschen tricky. Einsatzziele erreicht. Oh, gerade so alleine noch geschafft, ja. Na gut. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sie haben die Kirati fertig gemacht, Sir. Diese Miezen können die Radieschen jetzt von unten bewundern. Ja, dann. Alles klar zur Landung. Tolle Leistung, was? Der Geschichte nach dürfte Cobra eigentlich nicht sterben. Noch nicht. Müsste sie eigentlich aus dem Regelfisch sterben. Die Frau ist hart im Nehmen. Sie ist inzwischen an Bord. Ah ja. Na dann. Großartig. So, habe ich das auch noch nicht gehört und gesehen. Okay. Da spielt man sowas seit zig Jahren immer mal wieder und dann fallen immer neue Sachen auf. Die Einsätze, die wir zurzeit fliegen, machen Spaß. Die vorherigen Angriffe waren doch nur kindische Spielereien. Ja, ein bisschen Rambazamba ist gut für die Seele. Das ist richtig. Seltsam. Trotz des ungeheuren Geschicks und des Mutes, das das Fliegen verlangt, wird die Abenteuerlust eines Kilrathi dadurch nicht befriedigt. Für uns ist das kein richtiger Kampf. Euch fehlt dabei das Persönliche? Wir lernen mit diesen Clown zu kämpfen, noch bevor wir ein Wort sprechen oder laufen können. Erscheint dir das als primitiv? Sei ehrlich. Töten ist töten, da gibt es keinen großen Unterschied. Du bist einer der besten Piloten, die wir haben. Was soll das? Fang nicht an, das zu kritisieren, was du tust. Lassen Sie mich raten, Sie sind ein AN. Ich verstehe nicht, Sir. Ein Angriffsneuling, zum ersten Mal hinter der feindlichen Linie? Im eigenen Land, da ist der Einsatz immer etwas größer. Keine Angst, Vaquero. Nun, feindliche Linien sind nur Striche auf der Karte, Vaquero. Sie haben keinerlei Bedeutung. Keine Angst. Tja, ja, so ist das. Oder auch nicht. Mitarbeitermotivation hier. Wir sollten uns gleich an die Arbeit machen. Ich bin bereit, Sir. Vor uns liegt eine besonders diffizile Aufgabe, Colonel. Wir werden Versteck spielen.
Sehen Sie sich diese Nebelbank an. Die Kilrathi benutzen Sie, um unbeobachtet mit Konvois in dieses Sonnensystem hinein bzw. hinauszufliegen. Da der Nebel auch uns verdecken wird, können wir Ihnen sicher größere Schäden zufügen. Sie, Colonel, müssen dafür sorgen, dass kein feindlicher Flieger entkommt, der die anderen Kilrathi warnen könnte. Ich weiß, wie gefährlich es ist, in einer Nebelbank zu navigieren. Nur die besten Piloten mit viel Flug... Tja, dann... Vagabond, ich will... Ja, fliegen wir mit Wegebrand. Das war jetzt zwar so nicht voll unbedingt, aber ja gut. Ich habe hier vergessen, die anderen auszuwählen. Deswegen hatte ich diese HS-Missile. Und dann kann man hier auch gleich richtig von Bazamba machen, ne? Mit so einem Ding hier. Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen! Und ab die Post! Mit einer Schramme abgekriegt. Ich schicke wieder was da. Das bringt's dann nicht. Jetzt haben wir in diesem Wettplatz zu kämpfen hier. Lösen und angreifen! Und ab die Post! Und ab die Post. Tja, benutze ich die Torpedos oder hebe ich mir die noch ein bisschen auf? Das ist die goldene Frage. Greifen Sie mein Ziel an! Jawohl! Ich würde sagen, ich hau jetzt hier raus. Da kann sich noch diese Darkness kümmern, ne? Eine Schande werden. Gleich geht er raus. Gleich geht er raus. Und Feuer. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Das ist auch schwer. Normalerweise werden die schon alle in der Luft gejagt. Ich habe es mit dir erwischt. Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen! Und ab die Post!
Ja, gut, dass ich noch einen Torpedo habe. Den brauche ich nämlich für den Destroyer hier. Greifen Sie mein Ziel an! Jawohl. Jawohl. Steht das denn auch schwer? Ja, in der Tat. Also, muss auch schwer sein. So, jetzt die Torpedo raus hier. Also muss ich gucken, dass ich Wackerband schnell helfe, weil sonst hat er da wieder ein Problem. Jetzt die beiden Raketen weg, ja? Beide getroffen und zweimal gerumst. Und schmieden, zick, wie sieht's aus? Hab nicht eine Schramme abgekriegt. Nicht ausstehen, wenn man es mir leicht macht. Katzenstreuer, halt bin ich gut drauf. Wie sieht's aus? Hab nicht eine Schramme abgekriegt. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Es geht doch nichts über den süßen Duft des Erfolgs, Colonel. Ey, wie wär's, wenn wir diese Kiste umtaufen würden? In Deceptor oder Trickster? Ja, ja, das hört sich sehr gut an. Die Ambush. Oh, Sie können jetzt landen, Sir. Die Ambush. Gefällt euch das? Gute Arbeit, Colonel. Danke, Sir. Super geflogen. Danke. Der Katzenkiller. Gespräche hier, oder? Flint steht hier an der Bar. Okay. Danke. Hallo, Colonel, schön, Sie zu sehen. So gute Laune heute? Ja, es scheint sich alles zum Guten zu wenden. Als ich klein war, hat uns unser Vater alles über die Kriegsführung beigebracht. Alles, was er wusste. Auch wenn sich die Waffen ändern, wir können viel aus der Vergangenheit lernen. Ja. Nehmen Sie den Trojanischen Krieg. Auch er hat sich über viele Jahre hingezogen. Wurde er nicht mit Hilfe eines Holzpferdes beendet? Ja, so heißt es in der Mythologie. Für mich zählt nur, dass er irgendwann endet. Das Trojanische Pferd, ne? Ja, es ist gut zu wissen, dass Kriege nicht ewig dauern. Wenn es einem auch so vorkommt. Ja gut, aber sonst nichts Besonderes. Das Video am Sprint ändert sich ja nicht mehr. Ja, schauen wir mal, was kommt denn als nächstes? Ja. Uns wird keine Ruhe gegönnt. Es geht weiter. Ja, Captain. Wir müssen schleunigst von hier verschwinden. Die Abwehr hat den Verdacht, dass uns die Kilorasi entdeckt haben. Schaffen Sie diesen alten Kahn aus der Nebelbank raus und führen Sie uns zum Jump Point. Versuchen Sie, möglichst unauffällig zu agieren. Ich kann darauf verzichten, von den Kilorasi verabschiedet zu werden. An die Arbeit, Colonel. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Mhm. Gehen wir mal mit Cobra.
vielleicht den Flieger hier. Weil das könnte natürlich ein Fehler sein, ne? Naja, komm, wir nehmen den Longbow nochmal auf, wenn er nicht so eklig fliegt. Was soll's? Aber wenigstens können wir den Kopf. Ich hab Cobra dabei, was soll mir schon passieren? Die Nervmission. Bevor. Feind gesichtet, Colonel. Admiral kommt, ne? Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Was sind diese Bomber oder was hier an? Was ist da los? Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Beißt ins Gras. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Naja, ich darf aufstehen, wenn man es mir leicht macht. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Wiederhol, ich hab den Drecksack erwischt. Du frisst mein Herz und spuckst es wieder aus. Ich bin Terraner, bla. Alles klar. Feind gesichtet, Colonel. Mhm. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Kümmer dich mal da rum. Ich hau da Torpedos drauf. Wir haben jetzt keine Zeit für lange Erklärungen, aber es scheint so, als hätten die Kilorafi unseren Jumppoint verschwinden lassen. Wie soll denn sowas gehen? Ich meine, das ist völlig unmöglich. Wir fliegen jetzt zu einem, wie die Navigation hofft, alternativen Jumppoint. Wir geben Ihnen die neuen Koordinaten gleich durch. Hoffentlich haben die Jungs von der Navigation eine Tür für uns gefunden, die noch nicht zu ist. Bis bald. Und bitte kümmern Sie sich um den Feind. Ja, ich bin voll dabei. Kurze Schießen, okay. Spaß, ja. Ja. Ist auch. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Na los, komm, wo bist du hin? Ja. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Das kann nicht weit sein. Kommt schon, jetzt aber hier. Autsch. Ich kann nicht fliegen sehen, wenn du schon Schäden hast. Aber das Ding ist wieder mal nicht wendig genug hier, also kann ich da wieder nichts machen. Das ist ja klasse. Hätte ich doch besser den Thunderbolt genommen. Ich mach's mir wieder extra schwer. Ach, komm schon. Zieh hoch, ja. Zack, Rakete raus. Oh, wieder nicht getroffen. Gibt's doch nicht.
Aber du kannst doch Helmut treffen, ja. Jawohl, ich hab den Dreckfack erwischt. Das ist dann auch gut. Weg ist weg mit dem Gegner. Ja, Raketen, zwei Torpedos habe ich noch. Okay, dann auf geht's, ja. Feind gesichtet, Colonel. Ja, dann. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Auf geht's. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Die Victory hat es ziemlich erwischt. Wir werden auf unserer Seite erst einmal ein paar Reparaturen machen müssen. Sie haben Landeerlaubnis. Greifen Sie mein Ziel an! Ja! Ich hoffe, bevor ich lande, noch meine Torpedos raus hier. Wir schicken hier diese Dings zur Victory raus. Greifen Sie mein Ziel an! Oh, ja. Ist das Ding auch noch weg, oder wie? Ja, ich kann ja schnell landen und dann geht die Victory nicht hoch. Die ist ein bisschen brenzlig, diese Mission. Ein bisschen sehr brenzlig. Wenn man diesen Augenblick nämlich nicht hinkriegt, dass man rechtzeitig landet, dann... Ja, ist man dann nämlich gelackmeiert da draußen. Geht die Victory nämlich hoch und dann war's das. Ist ein bisschen tricky. Mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad macht das natürlich nicht einfacher. Hoffentlich gute Neuigkeiten, mein Prinz. Ich künde euch von neuen kleradischen Ruhmestaten, Euer Exzellenz. Die Terraner hatten versucht, in das Arie-Sonnensystem einzudringen. Aber wir haben sie wie einen Schwarm kleiner Insekten verscheucht. Sie sind nur ein winziges Ärgernis und eurer geschätzten Aufmerksamkeit nicht wert. Sehr gut, ich werde nicht eher ruhen, bis die Terraner ein für alle Mal in die Knie gezwungen sind. Ihr Widerstand nagt fürchterlich an mir an. Und keinem Kaiser der Kilorasi dürfen die letzten Monate seiner Herrschaft von so einer traurigen und schweren Bürde verdunkelt werden. Oh, aber Eure Exzellenz stehen, wie wir hoffen, erst am Anfang der universellen Regentschaft. Bald wird es Eure Exzellenz vergönnt sein, mit der tyrannischen Konföderation umzuspringen, ganz wie es euch gefällt. Darauf, Majestät, schwöre ich euch einen heiligen Eid. Ich bin mehr als entzückt, mein Prinz. In Kürze wird ein neues Weltkapitel beginnen. Wir haben alles vorbereitet, um den Tyrannen einen Denkzettel zu verpassen. Handelt es sich dabei um den Denkzettel, den wir schon einmal in Erwägung gezogen haben? Ja, Euer Exzellenz. Ja. Denn nun ist die Zeit reif dafür. Colonel Blair, sofort auf der Colonel Blair, Ihr Volk kann Jump Points verschließen. Wieso haben Sie uns nicht davor gewarnt? Lieutenant, ich glaube nicht, dass unser gemeinsamer Feind den Jump Point verschlossen hat. Das war keine Halluzination, als er auf meinem Sichtschirm verschwand. Unser verehrter Captain Eisen hat die Theorie aufgestellt, dass der Feind den Jump Point nur verhüllt hat, was mit ein bisschen Nebel ohne weiteres zu bewerkstelligen ist. Das würde auch erklären, wieso das Ariel-Sonnensystem so lange Zeit als Konvoi-Schneise benutzt wurde. Sie kennen das Ariel-Sonnensystem doch wie Ihre Westentasche. Und jetzt wollen Sie behaupten, Sie wussten nicht, was uns bevorstand? Genauso wenig wie Sie, Lieutenant. Das ist gelogen. Lass dich auf Ihr Spielchen ein. Setz dich für Hobbs ein. Lass dich auf Ihr Spielchen ein. Verzeihung. Lieutenant, falls Sie dafür Beweise haben, wünsche ich, dass Sie mir das unter vier Augen mitteilen. Alles klar? Ja, Sir. Du hast Zweifel, was meine Loyalität betrifft, alter Freund. Ach komm schon, Hobbs, natürlich nicht.
Cobra ist als Pilotin hervorragend. Ihr Haas spornt sie zu Höchstleistungen an. Und darauf können wir im Moment nun mal nicht verzichten. Colonel Blair, sofort auf der Kommando. So, was geht jetzt ab hier? Was ist los? Unser Kommunikationszentrum ist lahmgelegt. Raten Sie mal, wer dahinter steckt. Erzählen Sie mir jetzt nicht, dass Sie aufgeschmissen sind. Ich tue, was ich kann, Sir, aber hierbei handelt es sich um so eine Art Videovirus. Ach, man müsste das Programm mal durchchecken. Ich habe in eurer sogenannten Bibel die Prophezeiung gelesen, dass es in eurer Welt Eulen und Zähneklappern geben wird. Und diese Prophezeiung wird sich bald erfüllen. Wir werden euch die Zunge herausreißen und euch den Verstand aus den Schädel kratzen. Da können wir nur hoffen, dass sie uns nie in ihre Pfoten kriegen. Wir werden an euch ein Exempel für die anderen Völker in der Galaxie statuieren. Bla 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 bla. Zu unserer Belustigung. Da wird Ihnen aber mit Sicherheit das Lachen vergehen, Senor Gato. Und euer Volk wird tausende von Qualen ertragen müssen. Werdet jetzt nicht übermütig. Nur weil sich das Herz des Tigers unter euch befindet. Wenn wir mit Colonel Blair fertig sind, wird nur noch ein Klumpen Blut von ihm übrig sein. Ich werde höchstpersönlich dafür sorgen, dass du für jeden einzelnen meiner edlen Krieger bezahlst, der im Krieg durch deine Hand gestorben ist. Ich lasse jetzt dich und deine jämmerlichen Genossen allein, damit ihr über eure unrühmliche Zukunft nachdenken könnt. Ich wusste ja gar nicht, dass er sie kennt. Wir haben schon einige Runden im Ring hinter uns gebracht. Ich muss sagen, wirklich ein netter Spitzname. Das wusste ich nicht, Captain. Ich würde gerne auf diese Ehre verzichten. Wenn ihr mich fragt, die Kilrathi haben Angst. Möglicherweise hat unsere Invasion in Ariel etwas damit zu tun. Hops! Die Kilrathi waren schon immer der Meinung, Kriegsführung hat viel mit Psychologie zu tun. Dass es nicht nur ein Wettstreit der Waffen ist, sondern auch der inneren Stärke. Blödes Geschwafel, so nenne ich das. Die Kilrathi glauben, dass nur die Überheblichkeit siegen wird. Ich gebe zu, nicht gerade ein bewunderungswürdiges Gedankengut, das mein Volk da entwickelt hat. Dass ich nicht lache. Seit wann haben denn Ungeheuer ein bewundernswürdiges Gedankengut? Ich will, dass jede Station in einer Stunde einsatzbereit ist. Sie kommen mit mir mit. Ja, Sir. Action. So viel Glück ist kaum zu ertragen. Wir fliegen von einem Nebel zum anderen. Man könnte fast denken, wir hätten eine Rundreise durch den Weltraum gebucht, Colonel. Betrachten Sie doch das Positive daran, Maniac. Was wäre das? Mach ihn fertig. Hey, es ist für beide Seiten schwierig. Für die Kilrathi ist es auch nicht einfacher. Sie sehen genauso viel oder wenig wie wir. Ich weiß nicht. Es kommt mir vor, als hätten sie auch in ihrem Rücken zwei Augen. Vielleicht sogar einen siebten Sinn. Da bringt ihm sein Glück halt auch nichts, ey. Sieht in die Abschlussliste jetzt eigentlich aus. Ordentlich viel abgeschossen hier. Ja, dann. Eine können wir noch, aber dann muss ich erstmal eine Pause machen. Machen wir uns an die Arbeit, Colonel. Ja, Sir. Diesmal wartet eine einfache Aufgabe auf uns. Die Konföderierten wollen, dass wir uns diesen Asteroidengürtel näher ansehen. Vielleicht können wir ihn für uns nutzbar machen. Aber die Sache hat einen Haken. Laut Abwehr befindet sich wahrscheinlich hier irgendwo ein Kilrathi-Stützpunkt. Mhm. Tun Sie Ihr Möglichstes. Wegtreten. Da ist, glaube ich, diese Station in Stein. Ja, das sind also Asteroid unsere Einsätze. Cobra? Mal schön mit Cobra fliegen. Ja, ich glaube, ich nehme das Ding hier mal, damit ich dafür genug Papierbus habe. Sicherlich nicht der einfachste Einsatz hier, aber... Ich kann jetzt starten.
Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir. Hol ich da mal Torpedos rein. Aktion, ne? Hatte eines gerade schön blöd geflogen, wenn man das so gut reinkriegt. Das haben wir am liebsten, ne? Wenn man sie selber schaden zu können. Das ist super. Wie sieht's aus? Mich meinen Sie betrogen? Komm ich da mit den ganzen Torpedos rein, das Ding da? Ja, die schicken sofort wieder neue Flieger raus, sobald die was abschießt. Ich würde sowieso zuerst zerstören. Muss das ja zu schaffen. Die anderen Missionen auch. Tja. Feind gesichtet, Colonel. Ja, dann geh gleich da drauf. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir.
hilft ja nichts vorher, irgendwelche Flieger da abzuschießen, weil die schicken neue raus. Aber wahrscheinlich auch nicht mal wenig. Ist diese Asteroidenbasis zerstört. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir. Das hätten wir schon mal, das ist ja schon mal cool. Feind gesichtet, Colonel. Jetzt können wir hier noch ein bisschen aufpassen, ja. Sehr gut. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Die haut die Raketen gleich von hier aus raus. Entfernung. Sieht's aus? Alles bestens, Sir. Gut, in den bin ich einfach reingeflogen, hat's dann hochgejagt, ja. Ist ja auch gut. Wenn die Panzerung dafür ausreicht, schön. Kann man das ja auch mal machen. Einfach aufgeflogen. Arbeiten wir dich zu Katzenstreu. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Und jetzt knackt's wieder. Geht's aus? Alles bestens. Nicht, wenn die Longbow-Teile drinnen von Keks sind. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Ja, alles klar. Ab nach Hause hier. Da kommt dann noch mal ein Schwallgegner. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Zwei Trappies, okay. Dann.
Das kann ja was geben hier. Warum ist so schöne Rakete rein? Schön Baller. Jetzt beißt er ins Gras. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Jetzt beißt er ins Gras. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Verarbeiten wir dich zu Katzensturm. Risse dein Herz und spucke es aus, Terrano. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Kurz den Target wechseln. Ja, genau, hau doch eine Rakete drauf. Ich habe Schande über mein Volk gebracht. Feierabend. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Oder auch nicht, da kommen noch welche, das gibt's doch nicht. Mindestens zwei sind das doch hier, ne? Ist klar, so wenig. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Jawohl. Was hat den Tierarzt aufzusuchen, Mieze? Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Dann haben wir zwei Minuten rein, ja? Boom. Jetzt haben wir es aber hier, wa? Feind gesichtet können. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Ja, von diesen Vectors-Teilen. Das ist ja eine Nummer hier. Da kommt jetzt richtig Freude auf, ne? Was soll das schaffen hier? Ach, Mann. So, noch ein weg und dann noch zwei. Ziele erreicht. Jo, dann jetzt aber ab nach Hause, ja? Die Pause. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Nur tote Katzen sind gute Katzen, Sir. Die können jetzt landen. Nur tote Katzen sind gute Katzen. Danke, Sir. Oberflair. Rollins. Seit wann bin ich das Dienstmädchen hier? Es ist mir eine Ehre, Sie an Bord zu haben, Admiral. Freut mich, Captain. Danke. Sir. Das scheint mir gutes Material zu sein. Sieh an. Der legendäre Colonel. Freut mich, Sie wiederzusehen. Danke, Admiral. Man muss sich beim Admiral beliebt machen. Na komm, machen wir mal. Das mache ich sonst nie.
Ich stehe Ihnen zu weiteren Heldentaten zur Verfügung. Ganz der alte Colonel Blair. Ach, da fällt mir ein, ich habe meinen Privatkoch mit an Bord gebracht. Sehen wir mal, ob wir was Anständiges zu essen bekommen. Ja, wer guckt Eisen? Ja, bevor ich mir diese ganze Behemoth-Action jetzt auf schwer antue, mache ich aber erstmal eine Pause, das sage ich euch. Spontan später dann. Also sage ich mal, bis dann.